Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Toolbars Map mit Dennis, der gerade Bock auf einen 77 und einen Überladewagen hat, und Markus, der Bock auf eine Caterpillar-Raupe hat. Überhaupt nicht. Ja. Nein, gar nicht? Nee. Egal, dann nehme ich ruhig das, was Markus anscheinend keinen Bock drauf hat, nehme ich auch wohl noch direkt mit, wenn ich schon mal dabei bin. Nimmst du noch dazu, ne? Nicht, dass er noch stehen bleibt, ungenutzt. Genau, einfach mal mit den Geräten richtig schön arbeiten. Aber eine Caterpillar-Raupe gibt es auch für LS. Die ist nur scheiße. Was? Ja. Ich glaube, das gibt eine gute. Das hätte mich nämlich jetzt gewundert. Also so eine gute mit vielen Funktionen, das wäre echt mal was. Oder so halt auch so ein John Deere 9000er oder sowas, wäre auch cool. Ja, das gibt auch eine Fiat. Das gefällt mir überhaupt nicht. Für LS. Ja, mit seiner Fiat. Oh. das wird eng, aber kriegen wir. Fiat. Mensch. Da kommt das UFO wieder über dir. Jo. Dennis. Bei mir zumindest. Ja, das war doch Kadett, der gemeint hat, er hätte ein UFO gesehen. Ja, der Kadett war das. Ja, ach, das in ist der ein Nacht. Luftballon. Ja. Ah, nice. Vor allem dieser Schatten, das sieht vor allen Dingen, die hatte 3 oder 4 Hertz lang Angst vor diesen Schatten. Ja? Ja. Hier auf der Two Rivers. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Two Rivers ist nach wie vor immer noch mit einer meiner Lieblingsmaps. Die ist auch nicht schlecht, aber ich fände wirklich so ein Futterlager für Gras und Stroh ganz geil, wie auf der OGF. Gibt es. So unnötig. Aber ist hier drin, oben am Kuhstall. Ja. Aber ich möchte das nicht benutzen, ich möchte da Ballen stapeln und so auf Dauer. Ja, kann ich dir ja machen. Ja. Stapel ich hier ein paar Rundballen. Da bin ich ja noch für zu haben. Ja, das brauchen wir aber auch, glaube ich, einfach mehr Fläche für, weil wenn, dann müssen wir auch schön bonzig mal so eine ganze Halle voll stapeln. Ja, das krieg ich wohl hin. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich so ähnlich so stapeln, wie du früher bei mir im Let's Play gemacht hast, nur genau, dann halt unter dann dieser... Unter diesem Bogen, unter der Halle da. Ja, das müsste man dann machen, das mache ich wohl. Ja, das ist gut. Da weiß ich schon, dass ich dich da mal anrufen muss, wenn deine Mutter gerade nicht telefoniert. Ja, dann, ich glaube, ja, ein Anruf reicht da schon. Muss ich noch ein zweiter dazu kommen. Okay. Naja, wir haben dann davor am besten schon alles gepresst, damit du direkt schön stapeln kannst. Und dann legt's bei ihm nur mehr. Genau. Wann nimmst du den John Deere mit einer vernünftigen Ballengabel? Müsste das eigentlich gehen, oder? Der hat ja auch einen Frontlader. Nee, ich brauch da den Agrovektor für. Ja, den kriegst du dann später für am Stall, aber mit dem wird nicht aufs Feld gefahren. Ja, klar, da. Der verdichtet das Feld zu sehr. Da reicht der John Deere auf jeden Fall. Nur halt, ich brauch den. Da hinten an der Halle brauche ich den, weil da komme ich sonst nicht so hoch. Ja. Aber da kannst du auch irgendwie. Aber den nehmen wir, glaube ich, auch ein Glas, oder? So ein Glas-Teleskop, ja, ein Glas oder sowas. Von, ich weiß nicht, wovon gibt es noch welche, von Cut und sowas. Ich oder weiß Cat. Gar nicht, wer. Ich hatte irgendwann einen coolen. Ich glaube, den hat mir sogar Markus mal geschickt. Weiß gar nicht. Der hatte so eine Allradlenkung, Scorpion, genau. Ja, Scorpion. Der war ganz cool. Mit denen hätte man auf jeden Fall gut was anfangen können. Da mache ich die halt wohl, das ist kein Problem. Das ist schön. Mal gucken, vielleicht nehme ich da bei der Gelegenheit dann auch direkt mit auf und spiele dann im Zeitraffer ab oder so. So nach dem Motto, ja. Ich kann's. Zu Besuch genau, bei Guden. Genau, Besuch bei Guden. 8 Stunden lang Ballen gestapelt. Ne, mit dem Drescher geht das schon. Dann die Ballenpresse dazu und dann schnell auf Ladewagen und weg. Auf so einem Wagen und weg. Hätte ich aber auch Bock drauf. Kauf dir mal ein paar große Felder in der Nähe von vom Ladeplatz für die Ballen, von der Kuhwiese da. Na, ich möchte generell einfach die großen haben und die sind eigentlich nicht so nah am Hof. Egal, dann fahren wir ein bisschen, ist auch gut. Ja, das ist doch gerade das Schöne. Dann vernünftigen Ballenladewagen. Natürlich keinen automatischen. Ja, das braucht man nicht immer. Autostack finde ich nicht so schön. Ja, ich meine, der ist halt für... Ist halt manchmal doch ganz praktisch, weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste die noch alle einstapeln, das wäre dann fürs Let's Play, für den, der aufnimmt, wäre es ungeeignet und ich traue es anderen ungern zu. Weil ich da schon so ein bisschen perfektionistisch bin. Ich meine, ich bin da so perfektionistisch, so was? Ungefähr, nein, ich habe den selber auch schon mal ein paar Mal umgeschmissen und so. Ich glaube, einmal habe ich ihn umgeschmissen und das Geile daran war dann natürlich auch noch, dass der... Wie ist eigentlich die Performance? USA. Möchte ich nur mal kurz so zwischendurch fahren? Nein, ist in Ordnung. Super. Okay. Also da nicht, dass du dich hier quält. Da war das dann doch ein bisschen,
kacke, weil er hatte nämlich der Unterstand hat war transparent, also sprich, da konnten Ballen durchfallen und alles. Dann habe ich den natürlich erstmal auf einer Seite liegen gehabt. Ja. Konnte da wieder rauskratzen. Ja, da habe ich auch noch einige Fahrzeughöfe verbuggt. Schön wäre, wenn man wirklich so ein richtig geiles Team hätte, wo alle richtig viel Bock auf Zocken haben und viel Zeit haben und dann auf einer Vierfach-Map. Das wäre auf jeden Fall cool. Mhm. So Lohnunternehmen-mäßig. Sonst könnte man ja sowieso ja mal, habe ich sowieso schon mal drüber nachgedacht, irgendwie auch auf der, jetzt vielleicht auf der, wie heißt die jetzt hier, die, Mayenburg oder? Nein, von der, vom Add-on vielleicht auch. Westbridge Hills finde ich aber genau. Wieder, boah, die ist ja gar nicht so groß. Und ich finde die auch nicht so schön, halt die, auf jeden das größte Fall Feld halt. Die ist eintönig. Hm. Irgendwie eine schön große Map und sowas und dann würde ich da mal richtig was hinlegen drauf. Ja, und dann am besten halt vierfach, ne? Ja. Damit ein paar wie Leuten groß sind eigentlich die größten Felder auf der MIG-Map? Um die 30 bis 40 Hektar, glaube ich. Okay. Oh, das ist ordentlich. Das reicht schon wirklich. Bist du einen Tag dran? Ja. Nein. 4-5 Stunden. Kommt halt auf die Arbeitsbreite an und auf die Geschwindigkeit. Dreschen geht eigentlich auch relativ schnell. Nein. Das schaffst du, glaube ich, 2 Stunden. Länger. Mit unserem Drescher? Brauchst du ja Abfahrer. Ja, wenn du genug Abfahrer hast. Also wir haben 2 Parts knapp gebraucht für Feld 1. Noch nicht mal ganz 2 Parts. Und das sind 6 Hektar, meine ich. Ich sag mal, wenn du 2 Überladewagen und am besten 2 LKWs dauerhaft am Laufen hast, dann... Und ja, mit mehreren Dreschern hast du dann. Ja gut, dann brauchst du auch nochmal einen oder anderen Überladewagen mehr. Vielleicht. Aber also ich denke mal so, bei 3 Dreschern brauchst du auf jeden Fall auch 3 Überladewagen. Nein, vielleicht 2 LKWs. Ja, aber 2 müssen auf jeden Fall sein. Na, du kannst nur mal so bei 3 bis 4 Drescher kannst du noch mit einem Überladewagen abfahren. Ja, das Problem ist nur, es kann... Ist die Frage, wie weit die auseinander sind, aber auch. Genau, und außerdem, es kann halt ganz einfach zu Wartezeiten kommen, wenn man wirklich dann irgendwie, ich sag mal, wenn du da irgendwie am Feld halt bist und, ja, der Drescher fährt da weiter, du musst abtanken und das geht gerade nicht anders, weil ich meine, so 130 Hektar Feld ist ja auch... Du kannst den wegbringen und mich dann kurz in den Fan-Tab lassen, dann verkaufe ich den. Ich soll ihm ja zum Kaufen gehen. Wo kann ich ihn hier, Saatgut auffüllen? Gleich hinter der Biogasanlage. Da ist so an dem Bahnübergang, dann da steht so eine Hütte. Da ist ein Tankträger auch. Mhm. Auf der Karte siehst du den Tankträger. Ja, gucken. Und dorthin musst du einfach fahren. Ach so, wo die Tankstelle zeichnen ist. Tankstellenzeichen genau. Ist okay. Dann fahre ich da mal hin. Ach, ich habe was vergessen. Ich wollte eigentlich den Ladewagen mitnehmen nach oben. Den Ladewagen müssen wir irgendwann auch durch ein vernünftiges Modell austauschen. Der Mod ist ja ein bisschen komisch manchmal. Ja, als Mod habe ich aber gar noch, glaube ich, gar keinen sinnvollen gesehen, noch einen großen. Ja, wie gesagt, ich habe da wohl gesehen, von mir aus einen vom Spiel. Ja, diese, ich habe mal, wie gesagt, Mod gefunden, halt, das sind dann die vom Spiel, aber halt mit Schmutztexturen. Mit recht guten Schmutztexturen, das wäre auch, glaube ich, eine Möglichkeit. Ja, ob Schmutztexturen oder nicht, ist mir fast egal. Sieht aber schon ganz gut aus. Kommt drauf an, wie gut die gemacht sind, müsste man sich mal angucken. Ja, die sind schon so gut, so weit recht gut gemacht, okay. Würde ich sagen. Oh, 36er. Das Fass ist... Du hättest das stehen lassen können, ruhig. Ich weiß ja schon, warum der Markus damit die ganze Aufnahme fährt, mit dem geilen Gerät. Der Dreck ist größer als das Fass. So, 8000 Euro, wir sind im Plus. Ja, ich bin gerade Sämaschine am Auffüllen. Ja, schon wieder ein Tausender weg, ich hab gemerkt. Was haben wir jetzt zu machen noch? Du könntest jetzt gut säen. Man. Sorry. Man, ich guck grad, wo ist das Mähwerk? Müsste alles oben auf der Bio, bei den Kühen stehen. Ja, vielleicht soll. Oder ich mähe und du schwaderst. Können ja, so also wie machen. Du willst. Der Schwader, da ist der 380 eigentlich auch zu klein für, ne? Ah, es geht schon. Ja, der Schwader zieht ja Gewicht. Das ist in Ordnung. Das kann man doch so gerade machen. Mhm. Oh, der Doktor ist auf dem TS. Ja, der will aufnehmen eigentlich vorher. Oh, habe ich nicht mitgekriegt. Na, ich müsste eigentlich auch noch wieder ein Megaprojekt aufnehmen.
Aber für den Raum ja doch, der ist Admin, der kann hier rein. Ja. Ja, aber der kann ein bisschen mitkommentieren. Er wird ja mitdenken, dass er nicht reinplatzt normalerweise. Ja, gerade wenn er, wahrscheinlich guckt er jetzt Megaprojekt, ach, da ist gar keiner drauf, dann nehmen sie jetzt irgendwie andere Sachen auf. Mhm. Kann man den Doc ja durchaus zutrauen. Ist er schon ein alter Hase? Ja, Doc weiß, wie das Geschäft läuft. Ja. Ich werde mal den Ladewagen rückwärts einparken hier. Doc könnte auch gerne mitmachen, aber ich glaube, dann haben wir endgültig zu wenig Maschinen. Wir haben jetzt schon zu wenig Arbeit fast auch. Ja, aber ich glaube, es geht jetzt sogar noch so gerade. Na, was ja, ist noch zu tun? Wir müssen mähen und schwadern. Dann sind zwei Leute unter. Das kann man ja gleichzeitig machen, das passt ja sogar von der Breite her. Ich würde zwar den Gras, dem Mähen ein bisschen Vorsprung geben, aber es geht eigentlich ganz gut, glaube ich. Ich wollte mal gucken, wie viel Mist wir eigentlich hier drin haben. Ja, Miststreuen ist auch eine ganz schöne Sache noch. Ja, aber ich habe keinen Miststreuer noch nicht. Ja, aber da müsste, ich weiß nicht, 30.000, 40.000, das ist noch okay. Ja, aber so viel Geld haben wir im Moment nicht. Ja, komm, kriegst du das machen wir aber irgendwann auf jeden Fall. So. Also wir haben knapp 80 Tonnen schon an Mist. Also man kann da durchaus ein paar Durchgänge mitmachen. Ja, wenn die das Füllvolumen Standard ist, ist bei 100 Schluss. 100 Kubik danach, dann geht nicht mehr. Okay. Da ist bei 100 Schluss und beim Markus Güllebehälter, beim Güllebehälter ist 800. Kuppeln nur noch an. Ich möchte mal den Premium. Oh, wir hatten den falsch dahingestellt. Damit wurde mit den 380 gearbeitet und da kannst du mit den 380 dazwischen fahren. Das passt. Super, und wie soll ich den jetzt? Oh. Du holst ja erst das für die Front. Ja, ich habe immer jetzt schon unabsichtlich einen guten Meter noch weiter reingeschoben. Ja, das ist böse. Warte mal gucken, vielleicht kann ich das von meiner Kraft so. Also normalerweise ist das ja mit den Mähwerken so. Am besten erst das Große abstellen, danach das Kleine davor stellen. Ja, dann mache ich meistens auch. Wieso? Hintereinander, so besser. Weißt du? Ja, also ja, aber nicht so wie es da jetzt war. Ja genau, so ist eigentlich blöd. Das ist ja irgendwas gewesen jetzt gerade. Das ist vor allem voll sinnlos, weil es viel zu viel Platz verbraucht. Die habe ich irgendwann einfach mal dahin geschmissen, weil ich schnell loswerden wollte, glaube ich. Muss das jetzt draußen abhängen, weil sonst kann ich das, glaube ich, sogar drin. Noch bei dir im Part gesehen, meine ich. Ich habe nämlich letztens einmal reingeschaut und da meine ich, habe ich das sogar gesehen. Ja, das war, glaube ich, dann auch vor relativ kurzer Zeit. Wir haben ja vor kurzem noch Gras gemacht. Ja, also glaube ich, das kleine dreieckige Feld da gemacht. Hängst du mir noch ein Gewicht vorne an, bitte? Ja, kann ich machen, hole ich unten. Nein, es ist eins hier oben. Ich habe eins auf dem Phantom. Da in der Halle herinnen bei mir. Ach so, ja, das stimmt. Der Mischwagen ist übrigens zu schwer für den 380. Dann kann man nicht mehr lenken. Mhm. Ja, aber du musst dein Gewicht drauf geben. Ja, du hast vorhin hast du ja kein Gewicht. Normalerweise ist der Motor ja voran und das ist ja auch. Ja, der ist ja unter der Kabine beim 380. Mhm. Ist ja ein Gerätetrecker. Träger. Weil, wie gesagt, normalerweise hat man deswegen ja auch bei 6-Zylinder oder mehr Zylinder-Treckern hast du eigentlich immer Reihenzylinder, damit halt noch mehr Gewicht nach vorne kommt. So, bitte sehr. Bring dir gerade dein Gerät. Weil du hast jetzt ja meist so, dass du hinten viel Gewicht draufhängen haben. Also viel Gewicht hinten draufhängen hast. Bleibt da gar nicht mehr stehen. Da brauchst du vorne ja ein Kontergewicht. Ich hab dir noch die Tür aufgemacht. Danke. Warte. Frische Luft hier reingeht. Hier auch erstmal Tür aufmachen. Ja, aber nicht, dass er zu sehr an die Füße zieht. Ja, das wäre auch mies. Ja. Ah, der hat sich den hier schon ganz schön eingestellt, der Markus. Ich muss aber noch mal kurz was anderes machen. Ich koppel kurz die Mähwerke ab. Und häng dann mal den Mischwagen dahinter. Ach, und das geht? Ja, den zieht er ganz locker. Die 360 PS, die sollten da reichen. Und dann fütter ich noch eben die Kühe. Ah, ist das ein geiler Schlepper. Ist doch mal was anderes als hier. Die ganze Zeit den John Deere bin ich gefahren und dann ein bisschen 380. Obwohl der John Deere auch nicht schlecht ist, aber der 36er ist doch schon unser bestes Stück einfach.
Ja, der ist schon. Was habe ich denn jetzt Und gemacht? sonst musste er halt Ladewagen noch den entkuppelt. 8360R holen. Der ist Den ja auch nicht schlecht. 8360, warte mal. Ach, der ja. 8360R. Der mit der langen Schnauze. Ja. Den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ist eigentlich Ja, auch, der glaube fährt ich, mit sich ganz der beste schön. John Deere Mod. Ja, wobei, gibt er jetzt noch wieder durch dieses 6R und 7R-Pack oder was er da war? Gibt es ja noch wieder ganz gute John Deere Mods dazu, hat's ja auch selber mal Vorstellung von gemacht. Ja, der Mischwagen ist unglaublich schwer übrigens. Sogar der 36er kriegt den ohne Frontgewicht nicht. Das ist ein bisschen heftig. Wobei, ja. Klar, der ist schwer, aber so schwer Ich schon ein weiß, die bisschen Achse ist, übel. glaube ich, auch recht weit hinten. Also wenn der voll ist, dann geht da wohl nur Gewicht, ganzes Gewicht auf die Achse drauf. Weil so ein Mischfutter ist auch Die nicht ist so unbedingt immer ziemlich alles. mittig. Ja gut, dann geht noch recht viel doch auf die Achse Ja, drauf. Aber aber trotzdem, der sonst, da wiegt geht eine ja auch ganze schon 9 Menge. Tonnen oder knapp 10. Das ist ja eigentlich auch schon. Recht kernige Bauweise, ne? Ja. Und Man dann geht aber nochmal wieder muss einiges rein. ja schon fast Weil das das. Serion her hinterhängen, vorhängen. Aber erst im Also nächsten bei. Part. Genau. Weil der hier ist fertig. Na dann, tschau Tschüss. Leute.